Okay, also wie gesagt, wir sammeln jetzt hier halt Steine. Wie sieht es denn eigentlich mit der Tageszeit gerade aus? Das geht noch. Wunderbar. Und dann geht es hier die nächste weiter. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 und zack, zack, zack. Zack. Und hier geht's wieder rein. Und hier geht's weiter. So, jetzt sind wir schon wieder hier. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Und hier geht's wieder zurück. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Zack, 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 zack. Und die Spitzhacke ist auch gleich wieder im Eimer. So, haben wir noch eine? Eine haben wir noch. Wunderbar. Dann würde ich das so weitermachen. Ah, das war einer zu viel. Aber das ist ja auch gerade egal. Dann wird halt weiter gestrippt. So. Geht's hier weiter. Das ist jetzt natürlich alles furchtbar spannend, dass wir hier diese ganzen Steine wegkloppen. Wo auch immer die hin will. Ja, Schwein und Wolf beisammen. Das ist ja auch was Schönes. So, dann machen wir das mal so. Kommen wir ein bisschen mehr in der Gegend herum. Okay, ich denke, es ist Zeit zu gehen, bevor die Spinne mir gegenüber ein bisschen aggressiver wird. So. Wunderbar. Dann würde ich auf jeden Fall beschließen, jetzt mal ins Bettchen zu hüpfen. Bettchen war hier unten. Da muss ich mir eh noch überlegen, wie ich das dann weitermache. Und dann, ich halte doch. Guten Morgen. Keine Ahnung, was das jetzt gerade wieder für ein Problem war. Ach nee, da wollte ich nicht hin. Da wollte ich hin. So, dann kommen wir nämlich da hinten wieder raus und dann düsen wir weiter zu unserer Baustelle, die ich gerne abschließen wollen würde. Zu unserem kleinen Steinbruch. Immer die hier hin will, ey. So. Also die Tiere verhalten sich manchmal ein bisschen seltsam, muss ich sagen.
Und ich bin echt am Überlegen, ob ich da vorne, wo die Spinne gerade ist, ach, ich habe ja eh keine Spitzhacke jetzt mehr, ob ich da vorne, wo die Spinne gerade ist, nicht so eine Art Hütte bauen. So, also das eine, was wir machen wollen würden, wären vielleicht mal ein paar Fackeln. Das waren ein paar zu viel. Du kommst natürlich dahin. Du kommst dahin. Du kommst dahin. Euch beide würde ich gerne vertauschen. Und dann würde ich hier sowas sagen. Und dann würde ich sagen, wir machen doch noch mal 3 oder 4. Eins, zwei, drei und vier. So, wunderbar. Und dann können wir hier nämlich weiter hacken. Da war's. Bin ich gerade ein bisschen mit der Maus ausgerutscht. Da drüben hätten wir dann auch noch Schotter. Das wäre auch nicht so schlecht. Da brauchen wir ja auch noch ein bisschen was von. Wir machen das jetzt mal sukzessive, so ganz gemütlich. Gut, dann haben wir das. Dann würde ich jetzt die Schaufel nehmen. Und den Schotter einsacken. Bedeutet das, dass wir uns hier halt einen Ausstieg wieder machen. So. Und du kannst dann da wegbleiben. Gut. Dann würde ich hier noch ein bisschen Schotter einsammeln. Und hier, hier, und hier. Und wenn wir dann eh gerade da waren, dann würde ich da vielleicht die mit der Erde voll machen. Ich habe da noch eine Erde. Ja, habe ich noch. Und dann wäre das 5. Ja, ist ja gut. Und dann wären wir hier auf jeden Fall schon mal fertig. Für den Anfang. Auf jeden Fall haben wir jetzt wieder ein bisschen Steine. So, und da bin ich noch ein bisschen am Überlegen, wie ich das machen werde. Aber wir werden hier jetzt auf jeden Fall erstmal sagen, es geht jetzt ganz normal weiter. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Mit unserer schönen, feinen, lustigen, wie auch immer gearteten Burg oder Wehrmauer. Wie gesagt, die müssen wir ja gegen später auch immer noch ein bisschen ausbauen. So, zack, zack. Und dann gibt es hier noch einen und da auch noch. So, dann würden wir hier mal den Schotter wieder auffüllen. Den wieder einsammeln und dann hätten wir auf jeden Fall schon mal eine Wehrmauer, die zumindest halbwegs vernünftig ausschaut. So. Dann würde ich dann aber hier erstmal noch um drauf gehen, weil hier sind wir ja noch. Hier sind wir dann ja auch lange noch nicht fertig.
Stimmt das denn dann eigentlich überhaupt? Ja, das müsste passen. So, und das müsste dann... Ah, ihr seht hier übrigens, ich habe jetzt eine Wettermod mal installiert. Einfach aus Jux und Dollerei, weil ich mal gucken wollte, wie das denn so sich handhabt. Das war ein kurzer Regenschauer. Als ich es letzte Mal ausprobiert habe, war es ein bisschen länger. Da hat es den ganzen Tag geregnet. Aber der Regen sieht nicht ganz so dralle aus. Theoretisch gäbe es auch Schneestürme. Fände ich auch ganz geckig. So. Das ist hier dann wirklich 1, 2. Ah, das ist schon einer zu hoch. 1, 2, 3. Ah. Boden. Deswegen. Okay, dann würde ich da nochmal hoch wollen. Und dann. Na, das würde ich nicht wollen. So würde ich es wollen, genau. Ich habe mich schon gewundert. Ich hatte doch gedacht, ich hätte weniger Kopfsteinpflaster gehabt. Aber das war dann vorher kein Kopfsteinpflaster, sondern Kies, den ich halt einfach verwechselt habe. Zack. So. Und theoretisch müsste ich den sogar auch noch einen aufstocken. Also da, wo ich jetzt sage, hey, da kommt der Boden hin. Ja gut, da könnte man drüber streiten. Okay, also den habe ich dann auf jeden Fall und die Höhe da hinten habe ich dann eigentlich auch. So. Den hier oben bräuchte ich dann ja eigentlich nicht mehr. Den können wir dann einsammeln. Ach, ist das schön, unsere tolle kleine Grube. Die können wir dann übrigens eigentlich weiter nach da drüben ziehen. Der Schandfleck überhaupt. Also, ja, wie auch immer. Aber wie gesagt, wenn man sich eine Feste baut, dann ist es halt leider so. Und hier haben wir dann auch alles geschafft. Und dann würde ich mal gucken, wie schaut es denn da unten aus mit den Creeper? Die creepern da noch lustig vor sich hin. Ah, und da unten sieht auch irgendwas komisch aus. Okay. Sie mir sagen, der eine ist gerade verreckt. Also was ich mir halt überlegt habe, ist, wenn die eh da alle hinlatschen, die Monster, dann sollte ich mir doch überlegen, ich würde da mal runtergehen. Ich würde da mal kurz runtergehen. Dann kann ich mit euch... Wie kommst denn du da bitte hin? Okay. Na, das ist ja jetzt lustig. Ich wollte jetzt eigentlich ins Bett gehen. Aber so gehe ich nicht ins Bett. Holz. Holz hätte ich da noch. Wolle hätte ich da auch noch. Dann mache ich mir hier halt nochmal ein Bett hin. Und dann müsste ich da unten mal aus
leuchten und aufräumen. Wolle. Nehmen wir mal dich und dich und dann sagen wir hier nochmal 6. Setze ich dich mal dahin. Dahin. Und gute Nacht.